Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, jetzt endlich wieder da. Ich hatte ja in der letzten Woche leider keine Folge von SimCity 4 aufgenommen. Lag einfach daran, weil ich aus Versehen ja die Dateien irgendwie gelöscht habe von dem Let's Play. Und das war mega ärgerlich. Aber zum Glück speichere ich immer die, die Region, bevor wir eine neue Aufnahmestation machen. Zum Glück, also somit haben wir da nichts verloren. Gut, ich glaube, wir waren beim letzten Mal dabei, hier weiter unseren Vorort zu bauen, ne? Beziehungsweise weiter aufzubauen. Und Fingschui-Schattenwürfe, das ist geil. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir da doch jetzt einfach mal weiter. Warum ist das eigentlich schon so dunkel hier? Also nicht hier im Spiel, sondern in meinem Zimmer hier. Beziehungsweise im Wohnzimmer. Und wir brauchen wieder Wasser, sehe ich gerade. Okay, das heißt Nachbarschaftshandel, mehr Wasser bitte. So, genau, wir waren hier dabei, uns den Vorort aufzubauen. Die Arbeitslosen gehen weg. Auf einmal, ich weiß auch nicht warum. Es scheint so zu sein. Ein paar sind noch da, aber auch nicht mehr so viele. Und genau, das müssen wir nämlich noch fertig kriegen hier, dieses Projekt. Also die Hauptstadt fertig zu bauen. Ach, die Hauptstadt, den Vorort fertig zu bauen. Weil ich würde dann ganz gerne tatsächlich in der Hauptstadt weitermachen. Lehrpersonal nimmt Auszeitstreik. Das ist nicht so toll. Könnte daran liegen, dass wir hier bei der Bildung nochmal nachhelfen müssen. Dann machen wir das doch mal. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt zu einer schönen Session SimCity 4. Wie wir jetzt hier einfach weitermachen. Und wir werden wieder beschenkt. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ja, weil ich freue mich wirklich jetzt SimCity 4 zu spielen. Weil, ja, sagen wir es mal so, ich war gerade in der Resident Evil Zero Session und das war anstrengend. Das war definitiv anstrengend. Und deswegen ist das hier doch... Dagegen ist das hier doch sehr entspannt. Muss man sagen. Und ich freue mich einfach drauf. So, die Lehrer wieder. Welche Lehrer machen denn hier einen Streik? Schule? Große Grundschule. Ja. Ich glaube, wir müssen sowieso hier unten nochmal eine bauen, ne? Das kann gut sein. Ja, ja, wir müssen hier unten nochmal eine große Grundschule aufbauen. Dann machen wir das. Dann sollten die da oben ja aufhören zu streiken, ne? Die hier. Ihr solltet doch aufhören zu streiken, oder? Ja, sehr gut, das war's. Wunderbar. Und ihr sollt mal aufhören, hier Weihnachtsgeschenke aufzubauen. Weihnachten ist noch ein halbes Jahr hin. Leute, hört ihr mal auf. Hallo? Ja, sehr gut, ja. Okay, so muss das aussehen. Und, ja, wie gesagt, ich freue mich wieder hier drauf. Also, wunderbar. Schöne Bäume-Trick. Jawohl, schaut euch das an. Sehr schön. Schön mehr Einwohner tatsächlich. Und oh Gott, 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 Bildung wieder runter. Unbedingt. So. Ihr seht es, wir haben wieder fast kein Geld mehr. Dann habt ihr mir noch einen Tipp gegeben, den ich gleich direkt befolgen werde. Und zwar, ihr hattet mir gesagt, ich soll mal auf die Supportstätte gucken. Warum? Ist doch voll. Achso, Pendelverkehr, okay. Weil ich habe in meinen Hightech-Industrie, eigentlich in allen Städten, habe ich den Fehler gemacht, tatsächlich, dass ich da jeweils eine eigene
Energie- und Wasserversorgung aufgebaut habe. Obwohl es nicht nötig ist. Aber das seht ihr gleich, was ihr da geschrieben habt. Und da bin ich sehr dankbar für den Tipp. An dieser Stelle an den Elite. Sei herzlich gegrüßt. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Ja, freut mich einfach, dass du da mit Hirn dabei bist. Und Anteil an diesem Projekt hast, sage ich einfach mal. Weil da wäre ich ohne dich nicht drauf gekommen. So einfach ist das. So. Klatschen wir denen mal hier noch ein paar Parks hin. Das wollen die ja haben. Da stehen die ja drauf, ne? Und genau. Dann machen wir hier nochmal so. Und dann mache ich gleich nochmal einen Bäume-Trick. Sehr gut. Und ja. Dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut. Ich nehme das Ganze ganz klassisch an einem Sonntagabend auf, wie immer. Und so muss das sein. Morgen geht wieder eine neue Arbeitswoche los, aber das ist nicht schlimm. Ich habe ja auch in 2 Wochen Urlaub. Genau. 2 Wochen Urlaub. Aber mehr dazu, wenn es soweit ist. So, ganz voll werde ich die immer noch nicht bauen, ne? Ja, wobei, wir können die Bildung wieder ein bisschen hoch machen. Das ist schon wieder zu viel, ja? Das ist schon wieder zu viel. So, genau. Genau. Weil wir haben Hightech in. Und wir haben Hightech und Gewerbenachfrage, aber ich werde trotzdem erstmal sagen. Ich habe zwar gerade gesagt, wir bauen die nicht zu Ende, aber ich würde jetzt vorschlagen, wir bauen diese Stadt jetzt einfach zu Ende. Wie sieht es hier unten mit Polizeischutz aus? Ja, brauchen wir nochmal eine. Einmal Polizei. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich auch einmal Feuerwehr, ne? Oh ja, definitiv. Am besten, ja. Hier so hin. Genau. Bildung haben sie ja jetzt, ne? Bildung ist da. Genau, da ist eine Schule. Oder was? Wo ist die? Hä? Wo ist denn hier die Schule? Hä? Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo soll denn hier die Grundschule sein? Das ist eine große weiterführende Schule, ne? Aber ich habe doch hier. Ich habe doch da eine Schule auf. Okay. Bildung haben sie, Krankenhausversorgung haben sie hier auch, denke ich. Ja, haben sie auch. Okay, das heißt, wir können hier loslegen. Wunderbar. Schöne Bushaltestellen aufbauen hier. So, zack, zack. Und zack. Damit die Leute hier auch wunderbar wegkommen aus der Stadt. Die meisten, die arbeiten ja in unserer Hauptstadt. Och nein. Ach Mann, ich muss da irgendwie mal gucken, dass ich die ersetze oder so, weil das ist schon nervig, muss man sagen. Irgendwie ist das schon nervig. Da kommen sie schon wieder. Nicht so. Lass das. Lass das. Verdammt nochmal. Industrie braucht Platz zum Wachsen. So muss das aussehen, Freunde. So, dann machen wir hier mal den Bäume-Trick. Ach, wartet mal. Ich habe doch noch gar keine Parks hier hingebaut. Ich dödel. So, hier. So. Hier auch nochmal 2 Stück. Hier und auch nochmal 2 Stück. Weil die stehen halt hier auf eine grüne Lunge, das ist halt so. Und ja, da geben wir ihnen halt die grüne Lunge, ne? Schaut euch das an. Zack, 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 zack. Sehr schön hier. Wunderbar. Dass die arbeitslos sind, das kümmert mich jetzt gerade nicht so. Weil wir müssen tatsächlich auch dafür dann halt, dass sie hier arbeitslos sind, ist halt eine größere Nachfrage in der Hauptstadt nach Jobs, ne? Und deswegen... Jetzt hör doch auf! So. Deswegen ist das ganz gut, wenn die hier sogar arbeitslos sind. Ja, es ist ganz gut, tatsächlich.
Weil das signalisiert, dass wir hier Nachfrage generieren. Das ist halt, ja. Was verbrauchen in der Hauptstadt? Durch, weil wir da ordentlich weitermachen können. So. Dann geben wir denen nochmal ein paar Parks hier. Boah, es wird gerade so dunkel hier irgendwie. Ist es doch erst 9? Na gut. Da muss ich gleich mal nach dieser Aufnahme. Muss ich mal Lichter machen hier. Bei dem dunklen Spielen, ich weiß nicht. Das mag ich irgendwie nicht so. Auch wenn ich da wahrscheinlich voll die fette Ausnahme bin, aber ich mag es nicht im Dunkeln zu spielen. Ich weiß nicht warum. Das tut mir tatsächlich in den Augen weh irgendwann. Und deswegen werde ich gleich Lichter machen. Aber erstmal nicht hier, sondern. Erstmal nicht jetzt, sondern nach der Folge. So, Bandagenblues. Wer hat denn hier einen Bandagenblues? Ah, weil ihr die Leute hier unten mit versorgt. Alles klar, dann das heißt, müssen wir hier nochmal ein neues Krankenhaus aufbauen. So. Dann könnt ihr gleich aufhören zu streiken, ne? Sollte runtergehen jetzt mit den Patienten. Ja, minimal. Aber die streiken nicht mehr, das ist gut. So, wunderbar. Gut, aber wir sind immer noch im Plus, das heißt, wir können hier schön weitermachen. Das freut mich sehr und es wird hier im Spiel schon wieder dunkel. Das ist krass, wie schnell das geht. Muss ich gerade ganz ehrlich mal so sagen. Das ist wirklich krass. Wie schnell der Tag hier vorbei ist. Aber finde ich gut. Weil dieses Nightlife, das habt ihr euch ja gewünscht und das finde ich auch, dass es viel geiler aussieht. So, und ui, sehr schön. Reiche Mitbewohner. Wunderbar. Jawoll. So muss das aussehen, Freunde. Schaut euch das an. Guck mal, wir haben in unserem Vorort haben wir schon 300.000 Einwohner gleich, ey. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. So, es wird hier schön dunkel. So, wieder schöne Bäume-Trick. Das ist immer unser Steckenpferd hier. Und dann genau, da baut euch mal auf. Ich weiß, dass ihr arbeitslos seid. Aber, ja. Erstmal nicht zu ändern. Erstmal, wie gesagt. Oh, aber guck mal, so viele Arbeitslose sind das gar nicht. Oh, warum ist das hier verlassen? Na, gut. Gucken wir mal nach Bildung. Das Feuergefahr ist niedrig. Halt überall, aber niedrig. Kriminalität ist fast nix. Oh, ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt. Ey, bitte nicht. So, speichern. Das ist gerade ein guter Hinweis. Speichern definitiv. So, dann haben wir Bildung. Wie gesagt, das entwickelt sich gerade. Sehr schön. Warum ist hier oben niedriger IQ? Naja, egal. Attraktivität, Wasser, Energie, Verkehr. Ah, überall Stau. Außer im Zentrum tatsächlich. Hier. Ansonsten überall Stau. Ey. Ja, das ist krass. Zonen ist klar, alles Einwohner, Landwert. Ey, ich denke immer, dass es abstürzt. Bürgermeisterbewertung ist gut. Altersdurchschnitt. Jung und alt. Gesundheit ist. Ja gut, da, weil die neu aufgebaut wurden. Luftverschmutzung. Niedrig. Das ist gut. Niedrige Luftverschmutzung. Wasserverschmutzung ist nichts. Müll ist keiner da. Und Strahlung ist auch nichts da. Okay, nee, dann passt das ja alles. Das heißt, wir können dann tatsächlich die Stadt hier zu Ende bauen. Und dann hoffen, dass wir hier... Ja, schaut euch das an. Die Nachfrage ist wirklich da. Und 313.000 Einwohner. Boah, das ist schon krass hier. 3, 4, 5, 6. Und dann
Ich sehe gerade selber nichts. Das ist gerade ein bisschen doof. Das ist das Doofe bei dem Tag-Nacht-Modus, dass wenn ich selber im Dunkeln sitze, dann sehe ich selber nichts, was ich hier mache. Aber das sollte schon so passen, denke ich. Ah, zack, zack. Zack. So. Geht noch. Immerhin ist es nicht mehr heiß. Also letzte Woche war ja, beziehungsweise gestern und vorgestern war ja ziemlich warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber die Hitzewelle, die hat mir schon zugesetzt, muss ich sagen. Mit irgendwie 36 Grad und es wird nicht noch heißer. ich weiß nicht, also ich kann mit so Hitze nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hasse alles über 25 Grad und ich brauche es irgendwie angenehm kühl. Ja, damit man sich einfach auch konzentrieren kann auf der Arbeit und auch hier bei sowas, ich kann zum Beispiel nicht aufnehmen, wenn es irgendwie 30 Grad sind. Das kriege ich nicht hin. Keine Ahnung, das schaffe ich einfach nicht. Und ja, das ist ein bisschen, ist zwar eine Eigenart, die ich habe, aber es ist halt so, jeder Jack ist anders. Und bei mir ist es halt so, dass ich halt mit Hitze nicht klarkomme. Dafür kommen andere nicht mit Kälte klar, zum Beispiel, ne? So ist das halt. Jeder ist anders. Und ja, dafür sind wir alle Menschen. Dafür, dass wir nicht alle gleich sind. So, wunderbar. Aber ich frage mich gerade, warum seid ihr so unzufrieden? Lange Pendelstrecke. Ja, okay. Das sollte jetzt erstmal nicht weiter schlimm sein. Ich werde jetzt tatsächlich erstmal den Vorort fertig bauen. Da müssen wir gleich nochmal einen Bäumetrick machen wahrscheinlich. Oder sowas. Ja, die haben alle einen langen Pendelweg. Das ist halt, weil das weit von der Hauptstadt weg ist. Mach das mal weg da. Mach das weg. Mach das weg. Weit von der Hauptstadt weg ist, aber das ist jetzt erstmal nicht schlimm, so lange wir diese Stadt jetzt endlich mal voll kriegen. Das habe ich mir nämlich für heute vorgenommen. So, Sims suchen Büros. Wunderbar. Das liest man gerne. Neue Stadt Star für das Fernsehen. Oh ja. Gerne. Filmstudio. So, dann noch einmal Bäume, Bäume, Bäume. Ja, wunderbar. Schaut euch das an. Hier kommt wieder Wachstum rein. Hollywood. Noch ein Filmstudio. Sehr schön. Machen wir. So. So kriegen wir die Stadt natürlich auch voll, ne? Mit Geschenken. Naja, gut. Aber ich meine, wir haben ja schon einiges an Einwohnern hier, ne? Muss ich sagen. Bandagenblut, was schon wieder? Warum das denn? Ja gut, aber nicht viel. Das heißt, wir können hier tatsächlich kleine Krankenhäuser daneben setzen. Nein. So. Und einmal hier hin. So. Aber das sollte ja nicht so viel sein, ne? Wenn die da jetzt 1000 Patienten nochmal wegnehmen hiervon, dann ist das ja eigentlich an der Grenze. Ja, sehr schön. Und die gehen hier hin. NYPD. Geil. Okay. NYPD ist nebig. Hier streiken sie jetzt auch. Ah, das heißt, ich brauche noch mal ein Krankenhaus. Obwohl wir hier doch noch eins haben. Hä? Gut. Dann geht dafür halt ein Park flöten. Sorry, Leute. Aber wir brauchen ja scheinbar mehr Krankenhäuser. So. Dann machen wir hier halt noch ein paar Wohnungen hin. So. Genau. Und so haben wir den Vorort jetzt fast fertig. Ich meine, schaut euch das... Oh, das hier ist natürlich heftig, ne? Die lange Pendelstrecke, ja. Da machen wir gleich was gegen. 2, 3, 4, 5, 6, so hier.
Ah, machen wir das anders. Machen wir so. Abbrechen. Ah, nee, mach. Mach eine Verbindung. Mach ruhig eine Verbindung. Ist okay. Annehmen. So. Machen wir das mal so. Und dann hier nochmal Parks hin. So, die Stadt will mehr Strom haben, aber das kriegt sie gleich erst. Ah, guckt mal. Guckt mal. Okay. Das heißt, die haben jetzt keinen so langen Weg mehr. Finde ich gut. Und ja, dann haben wir das hier. Das heißt, ja, wir sind durch, ne? Wir sind fast durch mit der Hauptstadt. Mit der, mit dem Vorort. Das ist gut. Das freut mich tatsächlich. Nochmal Bushaltestellen. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Und die letzten Wohngebiete aufbauen. Jawohl, Freunde. Und danach mal erstmal die Nachfrage nach Hightech-Industrie stellen. Genau, das wird danach erstmal die Hauptprio. Zack, 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 zack. Und schon kommen sie, ne? Nur erst wenn ich Parks baue, kommen sie. Das ist so. Das ist echt krass. Das ist echt krass, wie abhängig die hier von der grünen Lunge sind. So, dann mach mal. So, hier, zack. Und tack, tack, tack. Wunderbar. Und Wachstum. Erzwungenes Wachstum, aber es ist Wachstum. Ich meine, ja, es ist Wachstum. So. Alle arbeitslos. Alle arbeitslos. Oh Mann. Aber hey, wir haben 350.000 Einwohner hier wohnen. Ist das nix? Können wir da auch mal die Bildung mal wieder ein bisschen hochschrauben? So. Ja, so passt das, würde ich sagen. Gut, der Vorort ist voll. Der Vorort ist fertig. Sieht schön aus, muss ich sagen. Sieht wirklich gut aus. Das heißt, ich würde dann hier das mal abschließen. So, der Vorort ist fertig. Was ihr mir noch geschrieben habt, beziehungsweise du, Elit, dass ich die Städte umbenennen soll. Weiß ich halt nicht, ob ich das jetzt noch kann. muss ich mal gucken. Aber ich glaube... Nee, ich kann es nicht mehr umbenennen, tatsächlich. Sonst hätte ich es jetzt gemacht. Aber, nee, tatsächlich nicht. Okay. Das heißt, wir wollten mal gucken, dass wir unsere Industriestädte mal etwas... Ja, was soll ich dazu sagen? Mal ein bisschen auf Trab bringen, weil das hier zum Beispiel, oder das hier, Hightech-Industrie, genau. Wir brauchen ja Hightech-Industrie. Und die Nachfrage, ja, hier kommt sie jetzt. Genau das hier zum Beispiel, ne? Ich weiß jetzt nicht, haben wir hier eine Verbindung zu einer Nachbarstadt? Zu einer Supportstadt? Ne, haben wir in diesem Fall tatsächlich nicht. Deswegen würde ich die jetzt erstmal so lassen, aber von jetzt an würde ich tatsächlich sagen, dass wir versuchen, die Transportstädte alle mit, also die Hightech-Industrie und so weiter, alle mit einer Supportstadt zu verbinden, um halt... Wartet mal. Das hat er mir auch gesagt, dass ich hier ein bisschen platzverschwenderisch bin. Gebe ich euch recht. Ich habe diese Parks einfach zack, 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 zack hier aufgebaut, damit weil es einfach schneller geht. Werde ich versuchen, auch erstmal ein bisschen Platz sparen, das zu sein. Aber es, wie ihr seht, ne, es geht auch so. Genau, weil wir brauchen ein Arsch voll viel Hightech-Industrie. Und da machen wir hier mal den Bäume-Trick schön. Genau. Damit sie auch allen Platz nutzen, den sie hier haben. Den kompletten Platz.
Bosnienstadt sehnt sich nach Saft. Ja, das ist das halt, ne? Wir müssen jetzt hier halt Kraftwerke aufbauen und haben hier schon einen Brand wieder. Nuklear, oh nee, danke. Nuklear ist gefährlich, machen wir nicht. Weil was ist, wenn da mal ein Unfall passiert, ne? So. Gut. Dann gucken wir mal hier, ob die alle einen Feuerschutz haben. Hier unten, die haben tatsächlich keinen Feuerschutz. Machen wir das mal so. Komm. Und ihr seht schon, bauen sie wieder größere Betriebe auf hier. Let Pro, yo. 1000 Jobs mal eben. So, und irgendwo war hier auch wieder Cain Tiberio. wo ist er? Cain Tiberio. Das gab's voll oft. Diese Bezahlung. Da. Cain Tiberio. Sehr gut. Cryotest. Da ist er, genau hier, Cain Tiberio. Dieses Gebäude hier. Ja, wieder eine Hommage an alle Command & Conquer Fans unter euch. So, dann. Genau, Feuerschutz. Machen wir es mal so. Ja! Wie die direkt meckern, ne? So. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Sorge, glaube ich. So müsste das gehen. Genau. Und dann mit Parks nochmal schön ausrüsten hier. Zack. 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 Ja, genau. Also Elite, du hattest tatsächlich recht gehabt. Die bauen größere Firmen auf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die nutzen auch so den Platz. Aber klar, ist halt logisch, ne? So. Da machen wir hier mal einen großen Wald hin. Damit da schön die Luftverschmutzung wegbleibt von der Hightech-Industrie. Oh, und wir haben kein Wasser mehr. Ah, tatsächlich. Okay. Wunderbar. Ja, dann geht's mal weiter mit Wasserleitung verlegen. Das macht Spaß. Das ist richtig angenehm, im Gegensatz zu Resident Evil Zero. Das ist im Moment echt eine Qual, das Spiel. Aber gut. Anderes Thema. Man wird einfach keine Heilung und Munition haben. Ne? Das ist das Problem. Aber nicht weiter schlimm. Haben wir die Verordnung zur Luftreinheit? Haben wir nicht. Warum haben wir das nicht? Verordnung zur Luftreinheit. So. Die Luftverschmutzung müsste jetzt weggehen. Sie geht weg. Ha, seht ihr das? Die Luftverschmutzung geht weg. Perfekt, Freunde. Damit sich auch hier schön die Industrie ansiedelt. So, das heißt dann aber auch, dass wir hier unten weitermachen, weiterbauen können, ne? Neue Flächen, ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Hier zack und einmal hier zack. So. Und, genau. Dann ziehen wir hier einfach nochmal ein größeres Gebiet hoch. 51.200. Machen wir hier auch nochmal. Und dann noch eine schöne Feuerwache in die Mitte. Feuerwache in die Mitte. So, genau, perfekt. Kommt direkt Betrieb daneben der Feuerwache. Direkt Cain. Ja, okay. Kommt da direkt Cain raus. Ja, Cain liebt Feuer. Also, das kann ich bestätigen. Cain mag Feuer. So. So, dann einmal ganz langsam hier. So, dann die kleinen Parks hier. Genau, schön langsam aufbauen, ne? Ach, habe ich jetzt komplett eigentlich die Wasserleitung gelegt? Ich dödel. Oh, und die Folge ist voll. Oha. Wartet mal. Dann mache ich das jetzt noch eben kurz. Dann machen wir das mal. Platz sparend hier.
So, die Parks aufbauen. Ich muss gucken jetzt noch, ob wir die... das Wasser hier verlegt haben. Haben wir, glaube ich, nicht, ne? Nee, haben wir nämlich nicht. So, dann machen wir das noch eben. So. Gut, liebe Freunde. Dann lasse ich die jetzt noch aufbauen hier. Mal schön Bäume Trick. Genau, schön Bäume hier. Zack. Schön den Bäume-Trick anwenden. Und, what? Oh, die Nachfrage ist da. Okay, alles klar. Gut, liebe Leute, dann würde ich einfach mal sagen, wie es hier dann weitergeht, beim nächsten Mal werde ich nämlich in die Hauptstadt springen. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.